Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute geht es um etwas, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, aber wir schaffen das schon. Und zwar, das schaffe ich doch mit links, ne? Also ich werde alles heute mit der linken Hand machen. Und ich bin normalerweise Rechtshänder und ich werde heute alles mit meiner linken Hand auftragen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das hier ist unser #ungeschön-Format für den Monat Juli, denn schaut auf jeden Fall bei der lieben Sarah Isabel vorbei. Das ist nicht nur meine Kollegin, sondern auch meine absolut herzensmäßige Freundin. Und ja, die wird heute Abend ihr Video hochladen und genau das gleiche Thema durchgehen müssen. Ich habe bei mir die Schwierigkeitsstufe nochmal ein bisschen erhöht, denn ich habe hier nur Produkte liegen. Ja, fast. Na, fast. Zwei, drei Produkte sind hier schon doch etwas bekannter für mich, aber es sind alles Sachen, die ich seit Ewigkeiten nicht verwendet habe, die ihr nicht gesehen habt. Und ja, da wollte ich doch einfach mal gucken, was in denen drin steckt. Und ich starte mit dem ersten Produkt. Das hier ist unser wunderschöner Face Primer aus der Dschungelbuch Limited Edition von Catrice. Und am besten, also ich müsste theoretisch ja meine rechte Hand etwas, warum schüttel ich das, festbinden. Normalerweise trage ich mit dem Primer ja direkt im Gesicht auf. Was ist eigentlich das #ungeschön-Format? Sarah, Isabel und ich experimentieren gerne mit Make-up. Wir spielen gerne damit rum. Und deswegen machen wir jeden Monat ein Video dazu. Und da verwenden wir jetzt keine neuen Produkte oder so, sondern wir nehmen die Sachen, die in unserer ganz normalen Collection drin sind und schauen, was wir da so rausholen können. Da kommen manchmal schöne Looks raus, manchmal sieht das ein bisschen wilder aus. Und ich kriege das nicht mal hin, mit der linken Hand das richtig zu dosieren. Also ich habe viel zu viel Produkt im Gesicht. Oh mein Gott. Ja, genau. Und das ist einfach immer ein Format, was einen hoffentlich so ein bisschen zum Schmunzeln bringt, ne? Und wir haben da jeden Monat unsere Freude mit. Manchmal machen wir das halt zusammen, dass wir auch zusammen drehen können. Manchmal machen wir das halt so wie heute, dass jede quasi ein Video dreht und wir das am selben Tag halt hochladen, aber mit demselben Thema. Und ja, genau. Schaut deswegen gerne heute Abend, sobald das Video online ist, ist es in der Infobox verlinkt, ne? Bei der lieben Sarah Isabel vorbei. Die macht auch wundervollen Beauty-Content. Irgendwas krümelt hier gerade. Ich glaube, meine Sonnencreme und der Primer vertragen sich gerade hier an meinem Körper nicht so gut miteinander. Im Gesicht geht's aber, ne? Eine Foundation, die ich irgendwann schon mal verwendet habe und sie richtig gut fand, ist von House Labs die Tree Clone Skin Tech Foundation. Das ist diese hier, die habe ich in einer relativ hellen Farbe. Sofern die Produkte noch verfügbar sind, sind sie natürlich auch in der Infobox verlinkt. Ne? 015 Fair Warm, und da muss man nämlich ein bisschen andersrum denken, denn das ist... Hilfe! Das ist tatsächlich für kühle Hauttöne geeignet. Gebe ich mir das auf meinen rechten Handrücken, um euch das zu zeigen. Die ist auch so ein bisschen flüssig. Ein bisschen ist gut. Sehr. Und da braucht man eigentlich auch nicht gar nicht so viel von. Als Pinsel verwende ich jetzt ganz viele, die, glaube ich, etwas mehr im High-End-Bereich liegen. Einfach, weil ich denen vertraue, dass die jetzt auch ganz gut funktionieren werden. Ich fühle mich wie, weiß ich nicht, falsch. Also die Foundation ist halt auch wirklich in dem Sinne so klasse, dass man da jetzt nicht super viel Arbeit reinstecken muss, die zu verblenden, ne? Also die, ja, geht sofort in Einklang mit der Haut. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass sie jetzt bei diesem Fullface auch mit dabei ist, ne? Ja, und letztes Mal haben wir uns ja blind geschminkt, dieses Mal mit der anderen Hand. Und letztens habe ich ein Video gesehen von der lieben Moldavid. Da schaut auch mal gerne vorbei. Die hat nämlich beides in einem Video gemacht. Also die hat sich mit der schwachen Hand und blind gleichzeitig geschminkt. Das war super witzig. Und als ich das gesehen habe, habe ich zu Sarah Isabel gesagt, okay, wir haben jetzt zwar schon den einen Teil hochgeladen, aber wir teilen das quasi auf und machen dann klar quasi eine kleine Hommage an die Nadine mit diesem Video. Also Hut ab, dass sie das in einem Video vereint hat. Denn ich finde es jetzt schon super schwierig, mich mit links zu schminken und letzten Monat halt das blind zu machen, war halt auch eine krasse Geschichte. Also ich hätte gar nicht das Gefühl dafür, wo muss ich überhaupt gerade ansetzen. Ich kriege jetzt schon einen Krampf in meiner Hand. Das ist irgendwie falsch rum, ne? Ein Pumper von der Foundation reicht vollkommen für das komplette Gesicht. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Ich muss das jetzt auch gar nicht groß irgendwie mit einem Schwämmchen einarbeiten.
So reicht das eigentlich, ne? Ja. Dieser Concealer soll ja mega sein. Das ist der Skin Optimizer von Riva Loves Me. Den habe ich hier, ich glaube, auch in der hellsten Farbe, ne? 01 Light Natural. Und ja, damit kann ich jetzt entsprechend mein Gesicht ein bisschen noch mehr korrigieren. Sehr viel Produkt am Füßchen. Muss ich ein bisschen abstreichen, glaube ich. Dann habe ich ein bisschen mehr Kontrolle, ne? Hier innen, hier außen. Oh, den arbeite ich mir aber mit einem Schwämmchen ein. Da habe ich das aus der Hello Kitty Limited Edition. Da kann ich nicht schnell mitarbeiten. Das ist irgendwie komisch. Also es fühlt sich irgendwie komisch an. Aber es geht klar. Jetzt nehme ich eine Lidschattenbasis. Da habe ich hier von MAC meinen Paint Pot in der Farbe Painterly. Das ist wirklich ein No-Brainer-Produkt. Und deswegen passt das ganz gut jetzt auch hier so ein bisschen rein, ne? Dass ich da jetzt nicht so viel drüber nachdenken muss. Also den kann ich auch easy mit dem Finger auftragen. Ich finde, man hat sonst auch immer so seine Handgriffe und weiß immer genau irgendwie und kann auch reden und irgendwas läuft nebenher. Aber ich habe das jetzt gerade einfach nicht in meinem Kopf. Ich kriege das nicht gut hin. Jetzt verwenden wir ein loses Puder für meine Augen drumherum. Da habe ich von Anastasia Beverly Hills das Loose Setting Powder in Translucent. Das ist so eine, ich glaube, eine etwas kleinere Größe davon. Hatte ich, glaube ich, mal in einem Adventskalender. 6 Gramm, ne? Da ist auch hier schon ein bisschen was oben drin. Das ist wirklich weiß. Und dann nehme ich mir hier mein Puffelchen. Ganz schön viel drin. Arbeite das in meiner Handinnenfläche ein und trage das dann um meine Augenpartie drumherum und im Prinzip überall, wo ich halt Concealer aufgetragen habe. Ist halt auch interessant jetzt, ne? Ewigkeiten nicht verwendet und ich weiß gar nicht, warum das so lange im Schrank lag. Und dafür ist dieses Format halt auch echt ein Traum, dass man nochmal so ein bisschen zu Produkten greifen kann, die man irgendwie vergessen hat. Also auch ein bisschen Shop My Stash, ne? Ja, genau. So, Puder kann wieder zu. Jetzt habe ich ein anderes Puder für mein komplettes Gesicht. Das ist von The Balm, Sexy Mama. Eine Marke, die irgendwie super bekannt damals mal war und mittlerweile irgendwie nicht mehr so präsent ist, ne? Genau, das halte ich jetzt hier dann mit der rechten Hand fest. Und mit der linken Hand nehme ich mir einen Pinsel. Oh Gott. Ich kann nicht mal mit der Hand abklopfen. Das ist ja auch abgefahren. Und damit wird jetzt hier mein komplettes Gesicht gesettet. Das hat gut funktioniert, weil damit kann ich grob arbeiten und das ist auch wirklich ein schönes Puder. Also keine Ahnung, warum das nicht mehr so on fleek ist. Ist eigentlich schade, ne? Und hier habe ich jetzt einen Bronzer von Essence aus der Sun Club Reihe. Natural Glow Bronzing Powder Warm Tone ist hier die Farbe. So schaut das aus. Da bin ich mir nämlich auch gar nicht mehr so sicher, wie der überhaupt so war. Das müssen wir uns nochmal angucken. Und ja, da ist so eine schöne Sonne drin. Und dann gucken wir mal. Ich halte meinen Pinsel auch so komisch, ne? Keine Ahnung. Aber ich finde, so habe ich ein bisschen mehr Kontrolle und der rutscht mir nicht so weg. Ach doch, der ist schön. Also wirklich ein bisschen dezenter unterwegs. Jetzt mit meinem hellen Hauttypen geht es auf jeden Fall klar. Lässt sich schön verblenden und funktioniert auch mit links. Viel zu schade, um es wirklich im Schrank liegen zu lassen, ist dieser Blush hier von Charlotte Tilbury Cheek to Cheek Walk of No Shame. Ich weiß gar nicht, warum ich so selten dazu greife. Muss ich wirklich sagen, ich verstehe es wirklich selber auch nicht. Der hat auch so einen Glow mit dabei und in der Mitte halt nochmal so einen etwas helleren Glowkern. Eigentlich wunderschön. Und nur um im Schrank zu liegen, ist dieses Ding eigentlich viel zu teuer. Genau, und den klopfe ich mir erstmal ein bisschen ab. Trage ich mir dann hier auf. Ich tupfe auch die ganze Zeit, ne? Ich sollte den vielleicht wirklich einfach so blenden. Vor allem, weil der auch relativ krass pigmentiert ist. Holla, die Waldfee. Ist echt super grobmotorisch heute. Das wird dann gleich beim Eyeliner nochmal ganz besonders, glaube ich. Oha. Alto Belly. Das hier. Hier zieht das. Im Arm. Das ist ein kleines Workout hier. Und dann habe ich noch einen Highlighter. Das ist ein Schätzchen, Leute. Von Becca ist es nämlich der Year of the Pig Shimmering Skin Perfector. Und das ist halt auch einfach ein Produkt, das wird dir ja nie schlecht, ne? Und das ist eigentlich in einer von dieser Becca-Farben-Geschichte, wo man gesagt hat, ja, die gibt es ja eigentlich eh im Standardsortiment. Es gibt Becca gar nicht mehr. Und hier habe ich dann halt auch dieses Schweinchen drin. Und das finde ich richtig süß. Und das ist ein richtig schöner Highlighter. Nehme ich dafür jetzt einen Highlighter-Pinsel. Ich glaube, besser ist das, ne? Wobei das hier, ist das ein Highlighter-Pinsel? Ich habe ja gar keinen Highlighter-Pinsel. Ich habe gar keinen Highlighter-Pinsel. Ich nehme dann einfach mal einen Blendepinsel. Tupfe da ein bisschen rein. Trage mir den hier mal so auf. Ich glaube, ich kann das besser. Wirklich mit dem Großen.
weil ich damit irgendwie besser arbeiten kann heute. Ich weiß auch nicht. Ich kriege da nicht wirklich was gerade aufs Gesicht. Das war jetzt ein bisschen viel, ne? Ups. Aber er ist wunderschön. Ja, Augenbrauen. Ich war da eben ganz überrascht, dass ich den überhaupt habe. Wusste ich gar nicht. Das ist NARS Brow Perfector in der Farbe Blond Cool Goma. Ich glaube, den habe ich mir sogar mal für ein Fullface NARS oder so geholt. Weiß ich gar nicht. So, das ist jetzt erstmal noch recht simpel. Augenbrauen kämmen. Jetzt muss ich den Spiegel in die Hand nehmen und hier mit meiner... Hilfe, meine Augenbrauen zeichnen. Ja, das wird jetzt spannend, weil es, ja, geht einem ja nicht ganz so leicht dann von der Hand. So gar nicht, Hilfe. Ich kriege gar kein Produkt auf die Augenbraue, weil ich das gar nicht irgendwie... Oh. Ah, jetzt kommt's. Ganz viele kleine Striche, Leute. Auch hier tupfe ich eher, als dass ich irgendwie male. Das ist total witzig, wie man dann automatisch andere Arten von Techniken macht, ne? Aber es kann durchaus ja einfach auch mal passieren. Keine Ahnung, dass ich mir meine rechte Hand ja mal verletze oder so. Und dann muss man ja. Also Respekt an alle Leute, die irgendwie gehandicapt sind und sich umstellen mussten und so, ne? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Sache. Oder halt auch Respekt an die Leute, die beidhändig irgendwie alles können. Also mein Freund ist halt auch so einer. Das ist total crazy, dass der alles mit rechts und links kann. Weil der auch, glaube ich, ein umerzogener Linkshänder ist. Das hat man ja damals noch gemacht irgendwie. Was witzig auch irgendwie jetzt gerade ist, meine linke Seite oder meine linke Gesichtshälfte kriege ich jetzt natürlich viel, viel besser hin. Einfach, weil ich mit der linken Hand da ja auch näher dran bin. Sonst ist es nämlich eher so, dass ich meine rechte Seite dann immer ein bisschen... Das ist so meine schöne Gesichtshälfte beim Schminken. Jetzt ist es genau andersrum. Ist auch irgendwie crazy für mich. So, das sieht auch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ist jetzt auch kein super krass pigmentierter Augenbrauenstift, was mir persönlich jetzt ja auch ganz gut passt, wenn das jetzt so eine fette Pomade wäre oder so. Oh Gott. Wenn ich jetzt noch überlege, ich müsste das so wie Nadine machen, ich hätte ja gar kein Gefühl mehr, ne? Also wenn ich nichts sehen würde und dann auch noch mit der linken Hand, auf gar keinen Fall. Das sieht jetzt sehr dezent aus, ne? Aber das ist okay, das lassen wir jetzt auch einfach mal so, weil ich glaube, ich kriege es jetzt auch nicht unbedingt besser hin. Und ich möchte ja eigentlich diesen Look auch noch haben, um damit nachher noch Videos zu drehen. Ne, das ist ja immer so mein Bestreben. Von Nabla habe ich hier das Lift and Fix Brow Gel. Und das habe ich mir rausgesucht, eben weil ich mir überlegt habe, okay, ich möchte gerne eins, was jetzt nicht sofort irgendwie antrocknet oder so, was halt noch vielleicht zulässt, dass ich jetzt auch ein bisschen langsamer arbeite und nicht so präzise. Weil wenn ich jetzt, glaube ich, auch mein Lieblings-Augenbrauen-Gel verwenden würde, das von Catrice zum Beispiel, oder den 24 Hours Brow Setter von Benefit, da hätte ich, glaube ich, Probleme, dass mir das jetzt zu schnell antrocknen würde. So kann ich nämlich jetzt noch ein bisschen auch korrigieren. Trick 17 mit Selbstüberlistung, Leute. Wobei das jetzt auch einfach relativ easy funktioniert hat. Ich habe sehr dezente Augenbrauen. Jetzt verwende ich die Lamora Nude Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Da habe ich mir bei Amazon, als diese Prime Days waren, die ganzen Paletten für 7 Euro gekauft. So schaut die aus und damit soll man jetzt super gut arbeiten können. Ja, habe ich jetzt schon sehr viel Positives von gehört. Also hoffe ich mal, dass ich das auch damit mit links schaffe. Ich finde übrigens, dass meine Base richtig gut aussieht, ne? Also die Foundation ist... wirklich ein Traum. An der Nase habe ich jetzt hier nicht so ganz so gut verblendet, sehe ich gerade. Concealer geht auch klar. Ja, ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was ich so sehe. Und jetzt werde ich diese Palette verwenden. Ich starte mit dem Ton Cashmere. Das ist dieser hier. Und den setze ich mir... Oh Gott, ich muss den Pinsel wirklich, um mehr Kontrolle zu haben, weiter vorne anpacken, ne? Den setze ich mir hier in die Lidfalte. Bin schon wieder am Tupfen. Dann nehme ich mir den Ton Toasty. So ein schöner, kühler Ton, damit wird das hier außen ein bisschen verdunkelt und auch ein bisschen dann in die Lidfalte gesetzt. Sehr dezent, ne? Aber komm, so ein bisschen Safety First darf ich machen. Ich sehe ungefähr nicht wirklich was auf meinem Auge. Schön. Okay, jetzt nehme ich dann doch vielleicht ein bisschen von dem Cocoa auf und setze mir den nochmal hier punktuell schön rein in mein äußeres Drittel.
Also das Gute ist, dass die Töne sich halt von alleine sehr, sehr schön verblenden, ne? Das hatte ich, als ich die Bronze-Palette schon verwendet habe, gesehen. Ich bin jetzt mal ein bisschen mutiger, nehme ein bisschen mehr von dem Toasty hier mal auf. Trage mir das noch etwas mehr in meine Lidfalte. Jetzt wird's so mutig, ne? Und mit den Resten vom Pinsel gehe ich einfach an den unteren Wimpernkranz. Bin so gespannt, wie Sarah Isabel das lösen wird. Die auch so auf diese Safety-First-Linie gehen wird. Oder ob die sagt, nee, jetzt erst recht, ich zeige euch, was ich kann. Boah, ist jetzt nicht ganz parallel geworden, ne? Aber das kriegen wir alles hin. Jetzt verwende ich die Schimmertöne, würde ich sagen. Dann nehme ich mir, ja, erstmal hier den Glint, ne? Und setze mir den hier außen hin. Die sind super cremig, die Töne. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass ich gar nicht sehe, was ich mache auf der rechten Seite. Vielleicht noch mal ein bisschen hier verblenden. Ganz verrückt. Dann nehme ich mir den Ton Halo auf. Das ist dieser wunderschöne helle Schimmerton hier in der Mitte. Den setze ich mir dann auf den Rest vom Schützenfest, würde ich sagen. Jetzt habe ich ein bisschen Fallout, beziehungsweise ich bin mit meinem Finger einfach zu tief gekommen. Das heißt, ich werde mir jetzt ein Spoolie nehmen, das Ganze etwas korrigieren. Das gefällt mir an der Seite wirklich immer noch nicht so gut. Egal, es ist jetzt, wie es ist. Jetzt habe ich hier schon mal meinen Lidschattenlook kreiert. Es sieht ein bisschen, also nicht ganz so smooth aus, wie ich mir das gewünscht hätte, aber die Lidschattenpalette hat einfach auch sehr, sehr gut geholfen, um das jetzt mal so zu sagen, dass der Look nicht ganz so furchtbar aussieht. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich verwende jetzt einen Eyeliner. Da habe ich von Fenty Beauty nämlich hier den Flyliner. Aber ich habe mir halt auch so ein bisschen selber die Challenge auferlegt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte aber schon so ein bisschen auch meine Routine beibehalten, wie ich mich ja auch normalerweise schminke. Und da gehört nun mal ein Eyeliner auch zu. Und ja, wir haben hier einen ganz normalen Schwämmchenapplikator. Und dann schauen wir mal, wie ich da jetzt was hinkriege. Wie sehr ich treffe. Oh, meine Augen tränen schon von diesem Starren. Auch hier tupfe ich eher, als dass ich irgendwie streiche. Huch! So. Oh je. Oh je. Mein Auge ist im Weg. Also korrigieren macht das Ganze wirklich nicht besser. Ich hätte es so lassen sollen, sagte sie und korrigierte weiter. Okay. Das haben wir jetzt schon mal hingekriegt. Der sieht ein bisschen traurig aus, weil er so runterhängt, ne? Und auch ein bisschen ausgefranst. Nächstes Auge. Okay, das hat schon mal funktioniert. Ich habe hier eine Linie und jetzt kommt der Wing. Ich mache den sonst anders, ne? Aber es ist vorhanden. Wie schon eben erwähnt, korrigieren ist keine gute Idee. Das ist ganz schön dick geworden. Naja, ich hätte das auch irgendwie lieber nicht, dass es halt, weißt du, der macht halt hier so und dann geht er so fupp. Das soll der nicht, aber das hat er jetzt gemacht. Egal, das ist jetzt, wie es ist. Wenn ich den jetzt korrigieren würde, wird es aussehen wie bei Amy Winehouse. Das wollen wir nicht. Fixing Spray. Da sind wir jetzt noch ein bisschen auf der Safenkiste Seite. Beauty Blender Boost 4-in-1 Firming Peptide Setting Spray. Das habe ich in letzter Zeit öfters mal in den Händen gehabt und dann auch mal angewendet. Das ist ein bisschen von der Konsistenz und so auch her, also nicht von der Konsistenz, von dem, wie es nachher gleich auf dem Gesicht ist, wie Haarspray. Also geht schon ab. Wir müssen ja dieses wunderschöne Make-up auch entsprechend fixiert bekommen. Tapere ich ein bisschen ein. Aber ich finde, das ist ein schönes Spray. Ich weiß gar nicht, warum das so lange in meiner Schublade unbenutzt lag. Wimpernzange. Etwas, was ich immer verwende und jetzt auch verwenden werde. Ja, das könnte gefährlich werden. Knack, das war die Hüfte. Deswegen müssen wir das jetzt mit sehr viel Verstand machen. Ansetzen und langsam schließen. Ich habe Wimpern drin. Finde ich großartig. Hat funktioniert. Cool. Die Seite auch. Ich glaube, das kann was. Okay. Das war schon mal ein Schritt, wo ich ein bisschen Respekt vor hatte. Und das ist schon krass, ne? Was so eine Wimpernzange schon mal so ausmacht. Jetzt kommt eine Mascara ins Spiel.
Mal gucken, die L'Oreal Air Volume 30 Stunden Mega Black Mascara ist eine, die eigentlich bei mir auch wirklich gut funktioniert. Eigentlich ist es dumm gewesen, die jetzt zu nehmen, weil die relativ viel Produkt abgibt. Das könnte ein bisschen tricky werden. Die hat so ein Faserbürstchen, das kann ich jetzt ja schon mal so ein bisschen abstreichen, dass es nicht zu heftig wird. Und das schaut so aus. Und ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt auch richtig schön so in meiner Flow-Geschichte hinbekomme. Wir starten dann erstmal mit dem einfachen Auge, mit dem linken. Das klappt. Das klappt schon mal. Ja, ja. Seht ihr überhaupt was? Ja, ne? Mache ich erstmal so ein bisschen ganz sanft. Und immer auch dieser Trick, dass man von oben in diesen aufgeklappten Spiegel reinguckt, weil dann ditcht man nicht so oben dran. Dann kann man da ein bisschen aufpassen. Ein bisschen kommt aber oben gerade was ans Augenlid. Mäh. Aber das hat schon mal richtig gut funktioniert, hätte ich nicht erwartet. Okay, okay, wir können genau so weitermachen. Jetzt kommt nämlich das Tricky-Auge dran, also quasi die Seite, wo ich jetzt fast nicht sehen werde, glaube ich fast schon. Da muss ich sehr, sehr nah gerade rangehen. Oh Gott, jetzt habe ich was ins Auge gekriegt. Ein Haar, ein Haar. Oh, nein. Nein, da ist eine Wimper ins Auge gekommen. Ich muss es retten. Aus, ich möchte mein Augenlicht behalten, Zwecken, nehme ich jetzt aber meine rechte Hand. Ja, da war nämlich jetzt gerade eine Wimper im Auge, ne? Ich glaube, das ist fair, dass ich jetzt meine rechte Hand genommen habe. Ich hoffe. Jetzt machen wir aber weiter. Witzig, dass ich hier auch eher meinen Kopf drehe, als meine Hand bewegt habe, ne? Okay, dann machen wir jetzt die zweite Schicht drauf. Da gehe ich dann immer so von innen nach außen. Und, oh, das mit dem Drehen ist schwierig jetzt. Ich drehe dann meistens die Mascara so am Ansatz und ziehe die dann so nach oben. So, das sieht wirklich gut aus an dem Auge. Und jetzt der untere Wimpernkranz. Witzig ist, dass ich hier auch wirklich gar nicht das komplette Bürstchen nutze, ne? Normalerweise haue ich da direkt dran. Jetzt bin ich da super vorsichtig mit. Jetzt ist es passiert. Na toll. Das lassen wir aber schön trocknen und werden das gleich wegbürsten. Ich hoffe, dass es hinhaut. Genau, jetzt kommt nochmal die dritte Schicht drauf. Da tusche ich jetzt vor allem noch so die Spitzen, ne? Um für Länge zu sorgen. Das hat auf der Seite wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also linke Seite mit links tuschen ist wirklich offensichtlich gar nicht mal so super übel. Rechte Seite. Oh, die gehen aber auch schon so ein bisschen steil hier, die Wimpern, ne? Also die Mascara an und für sich ist halt auch eine gute. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, denn wenn man das mit der richtigen Hand macht, sieht es halt richtig schön aus. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen korrigieren. Dann nehme ich mir hier auch wieder mein Spoolie. Da mache ich kurz das Augenbrauengedönsen von ab. Und dann starte ich doch einfach mal auf meinem Lid, weil das ist jetzt schon am längsten drauf. Das kann man normalerweise ganz gut wegbürsten. Genau. Hier so drumherum ein bisschen. Oh Gott, das wird schwierig. Mal gucken, ob das geht. Mit dem Finger nacharbeiten. Mit dem Schwämmchen nochmal hinterher. Und mit dem Puffelding finalisieren. Also, Leute, jetzt mal ohne Flachs. Das sieht nicht verkehrt aus. Das kann man so tragen. So, ja, dann kommen wir jetzt noch zu einem weiteren etwas tricky Schritt. Und zwar Schritt Lip Liner. Da habe ich von By Beauty Bay den Lip Liner in der Farbe Vintage. Natürlich, ich weiß gar nicht warum, habe ich mir einen wunderschönen dunklen Ton ausgesucht. Das ist einfach dunkelbraun. Wow, Claudi, das hast du toll gemacht. Der ist auch hammermäßig pigmentiert. Oh je. Da muss ich, glaube ich, noch korrigieren hier. Aber das ist nicht schlecht. Aber ich drücke halt schon recht doll, ne? Also normalerweise mache ich das ein bisschen sanfter hier. Ist nicht eher die linke Körperseite eher so die emotionale? Also meine scheinbar nicht, oder? Sie hat sehr harte Emotionen gerade. Ja. Auch hier wieder eher in tupfende Bewegung, ne? Ich traue mich gar nicht, hier noch ein bisschen zu korrigieren, weil eigentlich habe ich getroffen. Ja, ne? Ich bin ziemlich auf der Linie. Nicht ganz optimal, aber es sieht okay aus. Red dir das Leben schön, Claudi. Es ist vollkommen in Ordnung. Ja, mache ich.
Dann nehme ich von Nabla hier ein Beyond Jelly in der Farbe Libido. Das ist dieser hier. Die sehen extrem schön aus. Die sind auch schön Jelly. Und das könnte jetzt natürlich auch gut helfen, ne? Ja, das ist auch so ein rotbrauner Ton. Ich mag aktuell ganz gerne, wenn ich halt dieses bräunliche außen habe und dieses nach innen hin rötliche. Finde ich sehr, sehr schön. Der ist eigentlich total freundlich. Weil dann kann ich so das verblenden und habe hier so eine richtig coole Ombre-Lippe gezaubert, ne? Cool. Ich müsste eigentlich hier noch ein bisschen mehr Lip-Liner haben. Ich traue mich nicht, Leute. Vielleicht, wenn ich so batsche, aber das ist eigentlich halt auch ein bisschen falsch, ne? Weil dann kommt ja die falsche Farbe dahin. Ich muss noch ein bisschen kurz versuchen nachzukorrigieren, weil ich einen Wunsch habe. Ich habe eine Idee und die will ich umsetzen. Hier hat sich gerade ein kompletter Streifen Make-up gelöst. Was ist denn da passiert? Ich glaube, das war der Primer. Die Foundation sitzt eigentlich wie eine 1. Ja, blöd. Damit müssen wir jetzt aber einfach mal leben. Das ist mir jetzt sonst einfach zu viel. So, Haare. Zack. Parfum. Da habe ich hier von Ayat dieses Pink Gold. Den habe ich mir letztens auf Amazon bestellt für 29,99. Der riecht sehr, sehr gut. Und den kann ich mir easy mit links auftragen, ne? Ich hatte den auch in so einem... Ja, das muss ich jetzt hier mitmachen. Ich hatte mir den auch in einem Short oder euch in einem Short gezeigt. Ein wirklich sehr, sehr angenehmer Duft, der bei mir auch richtig schön lange hält. Also der wird jetzt auch den ganzen Tag halten. Und der ist sommerlich. Der ist super angenehm. Und das ist mein fertiger Look. Ich habe es geschafft, Leute. Und ich finde, der Look ist richtig geil geworden. Ja, wenn ich jetzt nachher noch weiter drehe, werde ich wahrscheinlich noch ganz kleine Korrekturen vornehmen. Ich werde noch ein bisschen Mascara nach innen geben, weil da habe ich mich offensichtlich nicht wirklich getraut, den Innenwinkel mitzumachen. Ansonsten, ich habe gut getroffen. Ich habe wirklich gut getroffen. Was meint ihr? Ne? Ich habe es mit links geschafft. Und das sind ganz viele Produkte, die ihr wirklich auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen habt oder noch nie bei mir gesehen habt. Sofern es sie noch gibt, sind die alle in der Infobox verlinkt. Und ich bin jetzt so gespannt, wie Sarah Isabel ihren Look geschminkt hat. Also schauen wir gerne bei ihr vorbei. Sofern das Video schon online ist, ist es in der Infobox verlinkt. Es wird heute Abend so gegen 6 sein. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat. Nein, warte, schreib mir mal in die Kommentare, bist du Linkshänder oder bist du Rechtshänder? Das fände ich auch mal interessant. Es gibt nämlich immer mehr Linkshänder, weil das halt auch mittlerweile mehr zugelassen wird. Es wird nicht mehr so aberzogen, was ich sehr, sehr positiv finde. Und ich finde, die Linkshänder sind auch immer so die Kreativen, ne? Also das merke ich bei meinem Freund ja auch zum Beispiel. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!